Hallo und herzlich willkommen bei Real Politics 2. So, wieder zurück hier in unserem schönen Neuseeland. Wir sind einiges am Erforschen. Unter anderem setzen wir gerade das Projekt Bildungsförderung um und Projekt Modernisierung der staatlichen Eisenbahn, um was für unsere Index menschlicher Entwicklung zu tun. Und ansonsten haben wir hier einen Spion sitzen, der mal was machen kann. Also wir könnten mal Besorgnis verteilen. Wir haben 50 Spionagepunkte. Wenn wir mal abbrechen. Was sagt denn das hier? Gehen wir mal in die Provinz. Provinzunzufriedenheit. Wahrscheinlichkeit einer Rebellion. Ja, weiß ich auch nicht. Also, Spionageaktion. Wir können natürlich sagen so, hey, wir würden gerne, wir können jetzt, also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, was ich machen möchte. Ich kann natürlich jetzt hier anfangen und sagen, okay, ich würde gerne diese Inseln einnehmen. Im Moment sieht meine Wirtschaft toll aus. Ich brauche jetzt nicht mehr Land oder sowas. Ansprüche inszenieren. Besorgnis verbreiten. Ich probiere mal Besorgnis verbreiten. Okay, kostet auch 300 Aktionspunkte. Naja. Wir machen mal Besorgnis verbreiten. Ich bin mal sehr gespannt, was das denn macht. Block. Ich frage wieder nach Aktionspunkten. Kann ich wieder... Ich kann auch wieder investieren. Sehr gut. Achso. Kann ich nicht. Genau, da muss ich noch warten. Blockaktion kann ich nach Ressourcen fragen. Allerdings kann ich das. Australien hat anscheinend wieder genug. Und bei Japan würde ich jetzt auch nach Aktionspunkten fragen. Und bei denen ist es wahrscheinlich auch so. Genau. Investieren dauert einfach noch. Okay, das machen wir jetzt mal und lassen dann... Hier oben, Ghana hat den Block verlassen, Nigeria. Hier oben sind super viele Kriege. Wir haben Aktionspunkte von Japan bekommen, wir haben Aktionspunkte von Australien bekommen und die in Australien durchgeführte diplomatische Aktion Ask for Resources ist fehlgeschlagen, was weitere Konsequenzen nach sich zieht. Okay. Ja, hat das jetzt einfach mal nicht geklappt. Na denn. Nicht so schlimm. Unser BIP-Wachstum ist der absolute Burner. Wir haben dieses hier BIP, wer hat keinen Respekt vor Tigern, werden sie zu einem Tigerstaat und schaffen sie 2 Jahre lang ein hohes BIP-Wachstum. Im Moment ist die Weltwirtschaft sehr, sehr groß. Ich glaube, dass wir dann sehr bald wieder runterfallen, wenn die Weltwirtschaft wieder zurückgeht. Spionageaktion Besorgnis verbreiten wurde erfolgreich in der Provinz Suva umgesetzt. Okay, jetzt haben wir da Besorgnis verbreitet. Tja. Das heißt, wir haben hier Provinzunzufriedenheit, Wahrscheinlichkeit einer Rebellion, Provinzzielwertunzufriedenheit. Was ich mal mache, ist, ich nehme meinen Agenten und... Nee. Ich nehme meinen Agenten und gehe damit zurück in meine Hauptstadt. Und der macht dann... Spionageabwehr. Das will ich auch mal ausprobieren. Also, dass wir quasi andere Agenten versuchen aufzudecken. Weil, ich weiß nicht, wir sind auf dem Weg des Technologiesiegs, beziehungsweise Diplomatensieg, aber damit will ich warten, bis Romy und ich uns wieder zusammensetzen. Das wird demnächst auch mal passieren. Im Moment... bei uns viel los, deswegen funktioniert es nicht so einfach, dass wir mal die Zeit finden. Aber da bin ich auch mal gespannt, was sie von diesen ganzen Geschichten hält. So, und wir sind jetzt hier gleich, Modernisierung der staatlichen Eisenbahn ist erledigt. Oh Mann, wir sind BIP-Wachstum plus 0,3% pro Monat. Modernisierung der staatlichen Eisenbahn wurde umgesetzt. Großartig. So. Was wir jetzt haben, ist Raumstation und Leistungsgesellschaft will ich nochmal gucken. Leistungsgesellschaft. Leistungsgesellschaft ist hier hinten. Ups.
ist hier hinten bei der Bildung und da machen wir gerade Bildungsförderung, also hier in die Leistungsgesellschaft rein. Das heißt, wir sind schon auf einem guten Weg. Das andere wäre Vormachtstellung Dienstleistungssektor, also Dienst. Vormachtstellung im Dienstleistungssektor ist wo? Das ist hier. Und das heißt, wir könnten jetzt mal Unterstützung. Ja. Unterstützung für Investoren erforschen. Dann bewegen wir uns langsam aber sicher auf dieses Ding dazu. Ja. Und dann als nächstes machen wir wieder Blockintegration. Denke ich. Was ganz gut wäre. Und wir haben, ich mache nochmal kurz Pause. Wir haben hier oben richtig viele Aktionspunkte. Und ich möchte eigentlich irgendwann, also hier diese, das mal zumachen. Diese Provinzia, Laubassin, hat 83 Metalle, Brennstoff und viele seltene Erden. Wenig seltene Erden. Ich glaube, Laubassin würde sich lohnen, und da sind auch einige Inseln drin, dass ich das mal in Angriff nehme. Ich habe im Moment genug Aktionspunkte, ich kriege auch immer mehr. Das heißt, Wasserbesiedlung leiten wir ein. Die erste Stufe von Wasserbesiedlung. Wir geben dafür jetzt auch Aktionspunkte aus. Und Metalle haben wir genug. Wir brauchen dafür viele Metalle, aber die haben wir genug und dann kriegen wir noch mehr davon. Dann sieht unsere Wirtschaft wirklich gut aus. Und ich meine, wir wachsen gerade wie die Sau. Das ist echt abgefahren. Wir müssen unser Verteidigungsministerium neu besetzen. Beratervertrag ist ausgelaufen. Wir können entweder Armeeverteidigung plus 2 oder Rohstoffunterhaltskosten für Armeen, seltene Erden minus 15. Das klingt toll, weil seltene Erden haben wir wenig Einkommen. Das heißt, ich würde Lea Gonzales verpflichten. Und dann müsste unsere Einnahmen, was seltene Erden angeht, hochgehen. Ist schon hochgegangen, glaube ich. Social Media Sucht. Die Produktivität in unserem Land sinkt aufgrund des wachsenden Konsums der sozialen Medien. Können wir dieses Problem irgendwie in den Griff bekommen? Sie blicken von ihrem Handy auf. Was? BIP-Wachstum und Arbeitslosigkeitswachstum. Nein, das ist ein freies Land. Sie können tun, was sie wollen. BIP-Wachstum und Arbeitslosigkeitswachstum für 50 Tage. Ja, wir führen Strafen für das Verwenden von Handys am Arbeitsplatz ein. Persönliche Kontrolle geht hoch, Unzufriedenheit geht hoch. Ja, wir starten eine Kampagne für verantwortungsvollen Umgang. Arbeitslosigkeit, nein. Nein, das hier ist ein freies Land, Leute. Das hier ist ein freies Land. Okay. Was für eine seltsame Aktion. Bildungsförderung wurde umgesetzt. Alles klar. So. Dann machen wir direkt mal weiter mit Bildung. Wir möchten hier in die Leistungsgesellschaft reinkommen. Dafür brauchen wir 12.000 Aktionspunkte. So. Forschungsinstitute. Relativ viel Unterhalt. Gründen Sie Forschungsinstitute, die sich auf die Erschaffung neuer Projekte und die Optimierung von Umsetzungsprozessen fokussieren. IME plus 1, Umsetzungszeit für alle Projekte minus 5, AP-Kosten für den Unterhalt aller Projekte minus 3. Das ist super. Oder Modernisierung der Universitäten. IME plus 1, Arbeitslosigkeitswachstum minus... nee. Ich denke, wir machen Forschungsinstitute. Kostet ein Unterhalt, na, geht eigentlich alles. Aber Umsetzungszeit für alle Projekte und AP-Kosten für den Unterhalt aller Projekte, das ist schon super. Also machen wir das. Dauert 168 Tage. Also relativ langes Projekt. Ja. Machen wir mal weiter. Rasende Inflation. Unser schnelles Wirtschaftswachstum hat zu einem enormen Anstieg der Ausgaben und somit auch zu einer zügellosen Inflation geführt. Unsere Ökonomen fragen sich, wie sie auf dieses Problem reagieren sollen. Ja, wir haben fast plus 0,3 BIP pro Monat. Höhere Zinssätze festlegen und Investitionen zurückfahren. BIP-Wachstum minus 10 für ein Jahr lang. Interventionismus. Reduzieren wir die Geld-
Umlaufmenge und führen wir angebotsorientierte Wirtschaftspolitik ein. Geldeinnahmen gehen zurück, Interventionismus minus 3. Das könnte mir ganz gut zu Gesicht stehen, weil wir einen hohen Interventionismuswert haben. Ich glaube, ja, Geldeinnahmen kann ich gut verschmerzen. Weiß jetzt nicht, ob das das Cleverste war, oder ob das für eine Politik steht, wo ich nicht so richtig hinterstehen möchte, aber ich möchte nicht, dass unser BIP runtergeht. Was sagt denn eigentlich unser Land? Generell. Neuseeland. Bevölkerungswachstum ist gar nicht schlecht. Machen wir mal Pause. Ich glaube, wir können wieder positive Aktionen machen. Genau, ich möchte um Wohlwollen bitten bei Australien. Ich möchte investieren. Ich möchte einfach, weil ich die Aktionspunkte später wahrscheinlich brauchen werde. Ich möchte nach Aktionspunkten fragen und in Japan möchte ich auch investieren. Und ich möchte nach Aktionspunkten fragen. Die haben immer noch unglaublich viele. So. Unserem Block geht's echt gut. Also, unser Block ist stabil. Die Pazifische Union der friedliebenden Freunde. Diplomatische Aktionen, Asko Government Assistance wurde erfolgreich in Japan umgesetzt und Australien. Wir haben von beiden wieder Aktionspunkte bekommen. Sehr, sehr schön. Ja, und unsere nächsten Projekte, okay. Besiedlungsprojekt läuft, das dauert noch 22 Tage, dann mache ich die nächste Stufe und dann werde ich mir diesen Sektor hier schnappen, das Lao-Becken, also das Ding hier. Einladung zum Begräbnis. Unsere Verbündeten haben sie zum Staatsbegräbnis ihres Staatsoberhauptes eingeladen, der nach langer Krankheit verstorben ist. Die Höflichkeit gebietet ihre Anwesenheit. Von Tonga. Ich werde selbstverständlich da sein. Ich gehe dahin, eine gute Gelegenheit, um sich mit wichtigen Leuten zu besprechen. Nee. Na, ich werde selbstverständlich da sein. Na klar, da gehen wir hin. So, das hier rund um die Inseln, das ist vielleicht ganz spannend. Informationen, die in Australien durchgeführte diplomatische Aktion Wohlwollen erlangen, ist fehlgeschlagen, was weitere Konsequenzen nach sich zieht. Beziehungen minus 5, Wohlwollenspunkte in Australien minus 1. Das ist nicht so gut, aber tja, sowas passiert halt. Ich hoffe, dass wenigstens die Investitionen durchgehen. Rasende Inflation gestoppt. Unsere Maßnahmen waren ausreichend und die Bedrohung unserer Wirtschaft konnte abgewendet werden. Unsere Bonitätsbeurteilung hat sich gebessert, was uns wieder auf Kurs bringen wird. Nutzen wir diese Gelegenheit, um unsere Investitionsmenge zu erhöhen und unsere wirtschaftlichen Situation zu verbessern. Oh, nochmal BIP-Wachstum erhöhen für ein Jahr lang. AP-Einnahmen minus 400, das will ich nicht. Arbeitslosigkeitswachstum brauchen wir auch nicht gerade. Wir sollten daraus unsere Lektion lernen, unser Steuersystem verbessern und in Zukunft besser vorbereitet sein. AP-Einnahmen mehr, Umsetzungszeit für alle Projekte in Neuseeland minus 15. Ja, das ist super. Das ist super. Aber wenn nochmal so ein Ereignis kommt, können wir richtig viel machen bezüglich Arbeitslosigkeit. Diplomatische Aktion Investitionen wurde erfolgreich in Japan umgesetzt und Investitionen wurden erfolgreich in Australien umgesetzt. So, Besiedlungsprojekt ist, wir müssen eine Forschungsexpedition machen, Gründung einer Spezialistentruppe bestehend aus Schürfern, Geologen, Navigatoren und Wissenschaftlern, die das endlose Gewässer und die unbekannten Tiefen analysieren sollen, um deren Tauglichkeit zur Besiedlung zu ergründen und die Leistung unserer Herrschaftsergreifung über das Wasser innehaben sollen. Ja, kostet uns relativ viel. Vor allem Aktionspunkte, aber da sind wir auf einem guten Weg. Da müssen wir jetzt noch 4 Stufen durchlaufen. Und dann können wir uns das da auch einverleiben und dann haben wir plötzlich unglaublich viel Einkommen, was natürliche Ressourcen angeht. Und hier, ja, da ist das nächste Projekt. Die Unterstützung für Investoren bald abgeschlossen und wir sind auf dem Weg, den technologischen Fortschritt richtig, richtig weit zu bringen. Jetzt gucken wir mal. Ich klicke mal hier drauf und
welche Spionageaktionen können wir machen? Wirtschaftsgeheimdienst, Militärgeheimdienst, politischer Geheimdienst. Was macht denn Wirtschaftsgeheimdienst? Wirtschaftliche Ansichten stärken, organisiertes Verbrechen bekämpfen, Korruption bekämpfen. Interessant. Militärgeheimdienst, politischer Geheimdienst. Wie sieht's denn hier aus in der Region mit Wahrscheinlichkeit einer Rebellion 3, 6, 5? Ist alles nicht so wild. Hier haben wir 53 Einwohner, hier haben wir 3 Einwohner, hier haben wir 6 Einwohner. Das bringt mich auf eine Idee. Hier haben wir keine laufenden Aktionen. Hier können wir eine Provinzaktion machen, nämlich eine gesellschaftliche Aktion, und wir könnten können wir wirtschaftliche Entwicklungszuschüsse geben uns Provinzbevölkerung plus 10, einfach mal so. Wir kriegen mehr Umweltzerstörung und wir kriegen einen Punkt Interventionismus, aber wir haben in dieser Provinz die wenigsten Einwohner und einfach mal plus 10 Einwohner. Weil unsere Wirtschaft ist am Boom und wir haben immer mehr, also ich weiß auch nicht, woher die plötzlich dann kommen, aber das will ich mal umsetzen. So. Und unser Agent steht da, sorgt für Spionagepunkte und kann dann da wir probieren das mal aus. Spionageaktionen, wirtschaftlicher Geheimdienst, wirtschaftliche Ansichten stärken, heißt... Achso, das möchte ich nicht machen. Den Interventionismus-Zielwert steigern. Politischer Geheimdienst auch nicht. Was heißt denn Korruption bekämpfen? Okay, das können wir nicht machen, weil da unsere Hauptstadt ist. Okay, lassen wir den Spion einfach mal da und lassen die Zeit weiterlaufen. Weiß gar nicht, ob es so sinnvoll war. Aber vielleicht müssen wir bei Spionage noch ein paar Sachen erforschen, um dann tatsächlich auch Sachen mit dem Ausland machen zu können. Aber erstmal ist unser Projekt Unterstützung für Investoren durchgelaufen. So. Jetzt haben wir hier wirtschaftlicher Fokus. Unterstützung für Investoren. Wir müssen hier... Vormachtstellung bei im Dienstleistungssektor. Das heißt, freier Markt wäre das nächste, um da hinzukommen. Das kostet uns 30 Aktionspunkte Unterhalt, aber wir haben 700 Einnahmen pro Monat. Das ist super. Wir kriegen Interventionismus einen abgezogen. Das ist gut. BIP-Wachstum. Puh. Unzufriedenheitszielwert. Ja, wir arbeiten auf den Technologiesieg hin. Ganz einfach. Wir machen das jetzt. Vielleicht hätten wir es auch später rausschieben können, aber bei Forschungsinstituten kriegen wir echt einen Vorteil. Also, ja, warum nicht? Warum nicht? Wir sind da echt auf einem guten Weg. Wirtschaftswachstum ist abgefahren. Sexuelle Belästigung. Oh. Der Minister für internationale Angelegenheiten wurde von seiner Assistentin der sexuellen Belästigung bezichtigt. Er weist alle Anschuldigungen zurück und legt ihnen nahe, keine vorschnellen Entscheidungen zu treffen, da diese einen ungünstigen Effekt auf ihre, nun, internationalen Angelegenheiten haben könnten. Er ist ein wichtiger Teil der Regierung und muss geschützt werden. Das Gericht soll entscheiden, feuert dieses Schwein. Das Gericht soll entscheiden. Da bin ich jetzt... Da ist mir auch egal, welche Boni es da gab oder so. Das ist eine Sache, die ein Gericht entscheiden muss. So, jetzt gucken wir nochmal. Ach, wir können schon wieder nach Aktionspunkten fragen. Und das tun wir auch. Ich würde so gerne Wohlwollen erlangen mit Australien. Aber das machen wir jetzt nicht. Und hier Aktionspunkte möchte ich auch von Japan haben. Und investieren muss ich noch ein bisschen warten. Alles klar. Tja, unsere Aktionspunkte, Armut ist ein bisschen gelindert und wir kriegen jetzt auch wieder Aktionspunkte von Japan und von Australien. Sehr schön.
Aber plus 700 jeden Monat ist jetzt immer noch nicht so viel. Urteil des Gerichts. Das Gericht hat entschieden, dass der Minister der sexuellen Belästigung schuldig ist. Nachdem der Prozess hinter geschlossenen Türen stattfand, wurde das Ergebnis nicht öffentlich verkündet. Sie erhalten einen letzten Appell des Ministers, ihm zu helfen. Er verspricht, dass er sich für sie aus, dass es sich für sie auszahlen wird. Wir könnten ihn schützen. Oder ich werde mich nicht mit solchen Schleimern abgeben, Berater entlassen. Beziehung zu allen minus 10, persönliche Kontrolle minus 1, Geld. Beziehung zu allen kann ich mir leisten und da müssen wir einen neuen Berater einstellen. Da würde ich nochmal was ausgeben, weil Armeeverteidigung und Armeeproduktionszeit ist beides nicht so verlockend. Rohstoffunterhaltskosten für Armeen minus 15. Ja. Arthur Andersson, den werde ich verpflichten. Weniger Ausgaben für seltene Erden ist auf jeden Fall eine gute Sache. Weltregierungsambitionen. Da ist es also, jahrzehntelang träumte unser Volk davon, die Welt anzuführen. Nun ist der Zeitpunkt endlich gekommen. Wir können mit der Bildung einer Weltregierung beginnen. Wenn wir unsere Ambitionen verlautbaren, werden wir damit die Aufmerksamkeit der Welt auf unsere Nation lenken und es wird ein wenig schwieriger für uns werden, unser Ziel zu erreichen. Das ist das Risiko, das wir eingehen müssen. Okay, wenn wir es verkünden, dann Beziehungen zu Ländern außerhalb des Blocks minus 20 für 2000 Tage, Blockbeziehungen plus 5, Blockbeziehungen zu anderen Blöcken minus 10, AP-Einnahmen minus 5%. Ich schiebe das noch ein Jahr auf, weil das ist dann eine Sache, die ich auch gerne mit Romy besprechen wollen würde. Dann werden auch neue Siegesbedingungen freigeschaltet. Aber das ist auch eine spannende Sache, dass wir quasi zwei Möglichkeiten gleich verfolgen. Und ich glaube, wir schaffen den Technologiesieg. Also da bin ich irgendwie fest von überzeugt. Forschungsinstitute wurden umgesetzt. In der Bildung. So, und wir müssen hier zur Leistungsgesellschaft kommen, die sehr, sehr teuer ist. Wir können Modernisierung von, Forschungsinstitute. Wir können dann einmal Wirtschaftsuniversitäten, gründen Sie Wirtschaftsuniversitäten, um Studium im Umgang mit Geld und Erschaffung effektiver Finanzsysteme zu unterweisen. Interventionismus-Zielwert minus 1 und BP wächst. Krass. Technische Universität ist schön. AP-Kosten für Unterhalt aller Projekte minus 3. Umsetzungszeit für alle Projekte minus 3. Ist verlockend, aber bringt mich nicht weiter. University of Third Age und dann können wir schon Leistungsgesellschaft machen. Ich guck mal, was ist denn University of Third Age? Oh, da brauchen wir auch Offiziersschulen für. Okay, und Leistungsgesellschaft gibt uns IME plus 3. Wow. Okay. Wir machen Wirtschaftsuniversitäten als nächstes. Ja. Ziehen straight durch, würde ich mal sagen. Und unser BIP wächst weiter, obwohl die Wirtschaft, naja, sie ist immer noch im Positiven, aber Weltwirtschaftswachstum ist 0,05 jeden Monat. Wir sind bei 0,24% Wachstum jeden Monat. Das ist schon krass. Freier Markt wurde umgesetzt. Okay. Freier Markt war hier bei wirtschaftlicher Fokus, um eventuell hier hinten hinzukommen. Was bringt uns die Börse, frage ich. Interventionismus-Zielwert minus 1. Ist nicht so doll. Sozialpolitik finden wir bestimmt noch was. Sozialwohnungsbau. Interventionismus plus 1 Bevölkerungswachstum. Aktion freigeschaltet Entwicklungszuschüsse. BP-Wachstum geht runter. Soziale Sicherheit gibt IME plus 1. Ah, nö. Wir gucken mal bei grundlegende Infrastruktur. Da haben wir gerade unsere nationale Zukunftsstädte, moderne Städte, moderner öffentlicher Verkehr. Kann ich noch nicht. Infrastruktur. So. Geschäftsflugverkehr möchte ich eigentlich nicht. Private Eisenbahn bringt Unzufriedenheitszielwert plus 1, BP-Wachstum, Interventionismus und Arbeitslosigkeitswachstum. Ja, nee. Kernenergie. Plus 2 IME.
Unzufriedenheitszielwert plus 1%. Ich würde sagen, Kernenergie für 2 EME. Damit wir mal was fürs EME tun. Für den Index menschlicher Entwicklung. Finde ich gut. Oh, und ich glaube, wir haben die nächste Stufe Forschungsexpedition haben wir geschafft. Wasserbesiedlung haben wir schon 2 Sachen gemacht. Planung und Bau relevanter Komponenten zur Schaffung eines Untergrunds für die zu der Errichtung von Gebäuden der zukünftigen Wasserkolonie. 4000 AP, 500 Metall. Ja, wir leiten das ein. Dann fehlen noch 3 Projekte und dann reißen wir uns diesen Bereich hier unter den Nagel. Jawohl. Und wie lange dauert das? 58 Tage. Jo. Das ist schön. Projekt umsetzen, Kernenergie und Aktion wird durchgeführt. Entwicklungszuschüsse in Christchurch. Dann haben wir da mehr EinwohnerInnen. So, unsere ganze Wirtschaft sieht ganz wundervoll aus. Hier oben. Und wenn wir erstmal dahin kommen, dass wir das, die Region noch haben mit mehr seltenen Erden. Aktion Entwicklungszuschüsse wurden erfolgreich in Provinz Christchurch umgesetzt. Okay, machen wir mal Pause. Was ist hier? Umweltzerstörung in Provinz Christchurch. Wir haben hier Umweltzerstörung. Hier finden wir das. Schwere Zerstörung, alles klar. Hier müssen wir die Provinzaktion, gesellschaftliche Aktion und... Nee, das ist bei wirtschaftlicher Aktion. Umwelt schützen, bitte. Das wollen wir machen. Okay. Tja. Noch 26 Tage bis zur nächsten Stufe, dass wir uns ausbauen können. Genauso lange, bis wir Kernenergie umgesetzt haben. Ja, nicht genauso lange. Ein paar Tage länger dauert das. Und wir können eigentlich wieder... Ich meine, wir haben zwar genug AP, aber ich würde jetzt tatsächlich nochmal... Hey Australien, wollt ihr uns nicht ein bisschen Aktionspunkte geben? Und wir möchten gerne mit euch Wohlwollen erlangen. Ich möchte gerne bei euch investieren, um unsere gute Nachbarschaft zu feiern. Dasselbe hier mit Japan. Erstmal möchte ich euch für nach Aktionspunkten fragen. Danke. Und ich möchte auch gerne bei euch investieren. Dafür gebe ich gerne Investitionspunkte aus. So. So, Australien gibt uns Aktionspunkte. Hervorragend. Brauchen alleine später für diese letzten Projekte 12.000 Aktionspunkte oder so. Und wir haben von Japan Aktionspunkte bekommen. Das ist ganz zauberhaft. Projekt Kernenergie wurde umgesetzt. Okay. Kernenergie war bei der Infrastruktur. Die haben wir hier schon umgesiedelt. Wir können jetzt auch Gaskraftwerke erforschen. BIP-Wachstum, Umweltzerstörung plus 1, Arbeitslosigkeit. Umweltzerstörung möchte ich jetzt eigentlich nicht. Ich würde jetzt mal bei Umwelt gucken. Hier haben wir doch den Landschaftsschutzverordnung. Zwingen Sie Landentwickler und Investoren dazu, die Landschaft sauber zu halten und eine grundlegende Entwicklungsqualität zu unterhalten. BIP-Wachstum geht runter. Unzufriedenheitszielwert minus 1. Das machen wir mal, weil die nächsten Sachen hier, da können wir nachhaltige Raumplanung machen und Nationalparks und dann können wir auch endlich was gegen die Umweltzerstörung machen. Ich glaube, das sollten wir auf jeden Fall mal tun. Dann Umweltschützen in Christchurch ist umgesetzt. Da wird jetzt weiter die Umwelt geschützt und wir haben Komponentenproduktion fertig und wir machen die nächste Stufe der Wasserbesiedlung, nämlich Entsendung von temporäre Versorgungsbasis, Entsendung von Material, Personen und Flotte in das zu besiedelnde Gebiet, um sämtliche Vorbereitungen für die Errichtung einer Kolonie zu treffen. Das leiten wir jetzt mal ein. Ansonsten, BIP-Wachstum ist immer noch hoch, obwohl die Weltwirtschaft jetzt gerade ja, schwächelt. Ich glaube, wir werden da im Positiven bleiben. Wir haben genug Metall und generell Ressourceneinnahmen und das wird sich noch bessern, wenn wir dieses Gebiet hier oben dazu bekommen. Wir haben ordentlich Aktionspunkte-Einnahmen und unser Block gibt uns auch immer welche. Es sieht gut aus und wir sind bei allen Sachen, Tier 1 haben wir schon umgesetzt und hier haben wir noch 3 Sachen, wo wir auf einem guten Weg sind. Und anscheinend haben wir hier unten eine
Das habe ich gar nicht mitbekommen. Veränderung liegt in der Luft. Heil dir, Kriegsherr. Ändern Sie das politische System in Ihrem Land und führen Sie den Autoritarismus ein. Nee. Definitiv nicht. Okay. Das haben wir mal beendet. So. Ich bin zufrieden, wo wir stehen. Ich glaube, wir können mit den Projekten echt dahin kommen, dass wir schon sehr bald, längst bevor hier eine 1 steht, hinter der 2, dass wir einen Technologiesieg hinbekommen. Das war es erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like da, schreibt einen Kommentar, wie euch das gefallen hat. Überlegt, den Kanal zu abonnieren. In jedem Fall einen zauberhaften Tag. Tschüss!